Es ist fast 40 Jahre her, als wir uns dieses kleine Paradies schafften. Aber was ist schon ein Jahresablauf? Und mit 30 Jahren denkt man nicht daran, dass auch die Lebenszeit im selben Tempo mitläuft. Man baut sich ein kleines Familienhaus und alles, was zum Tagesablauf gehört, wird im Erdgeschoss geplant. Schlafzimmer, Garderobe und Bad im ersten Stock. Auf einmal kommt ein nicht geplantes Problem, das Alter. Und es wird ein Albtraum, in den ersten Stock zu gehen. Aber es gibt eine Lösung. Die Firma Weigel aus Weizenkirchen plant und baut einen Stuhltreppenlift. Mit einer Fernsteuerung kann man den Treppenstuhl überall hin beordern. Durch eine Topmann-Schaltung kann man jederzeit stehen bleiben. Die Vorgeräusche während des Betriebes sind minimal. Eine ganz einfache Bedienung von der Armlehne aus. Das Netzteil wird über eine gewöhnliche 220 Volt Schokosteckdose mit elektrischem Strom versorgt. Bei Stromausfall kann die Liftanlage auch in Betrieb genommen werden, denn sie wird von den immer geladenen Akkumulatoren betrieben. Die Kraftübertragung erfolgt über die Zahnsteine. Thank you.
Und so wurde dieses Problem gelöst. Erdgeschoss und erster Stock befinden sich in einer Ebene. In einem kleinen Vorraum und schmaler Stiege mit etwa 80 cm ist er nicht störend.